Moin! Geld und Hobby. Wie ist das? Hast du Hobbys? Ich finde, Hobbys sind etwas sehr Persönliches und sie verraten auch sehr viel über die Person, die das macht. Malst du zum Beispiel gerne oder baust du gerne, ich weiß nicht, irgendwelche Sachen? Oder angelst du gerne? Vielleicht drehst du auch einfach gerne Videos. Oder machst gerne Fotos. Und all diese Sachen. Was hindert dich daran, dir damit Einkommen zu generieren? Ich kann es quasi hören, wie du dir denkst. Nee, es ist mein Hobby, damit will ich kein Geld verdienen. Das kann ich nicht, das geht nicht. Das hat noch nie jemand gemacht in meiner Familie. Das ist. Also ich merke wieder ganz die Ablehnung in dir höchstwahrscheinlich und in mir auch hochkommt. Weil das Hobby wurde uns, jedenfalls mir, so beigebracht, dass das was ist, das macht man nur für sich. Und das macht man ganz frei von der Arbeit und das hat auch mit Geld nichts zu tun. Aber ganz ehrlich, warum darf ein Hobby kein Geld bringen? Warum darf man ein Hobby nicht einfach monetarisieren? Warum sollte man für sein Hobby kein Geld nehmen dürfen? Sein Wissen in diesem Bereich verkaufen dürfen? Mal ganz ab davon, ob es jetzt deine Hauptarbeit ist oder nicht, weil selbst die Hauptarbeit oder Berufung kann auch ein Hobby sein von einem. Wenn das so ist, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du hast es echt gut. Dann freust du dich ja jeden Tag auf deine Arbeit, auf dein Hobby. Nee, und dieses Geld. Ich denke, das fällt vielen Menschen sehr schwer, für die Hobbys Geld zu nehmen. Weil der Wert ist einfach ein anderer. Auch für Arbeit hat man einen festen Stundenlohn. Aber für sein Hobby, ja, kann man da Stundenlohn für nehmen? Wenn du jetzt zum Beispiel mit Holz arbeitest und irgendwelche Werkstücke fertigstellst und du machst es einfach gerne und lässt dir dafür Zeit, darfst du dann Stundenlohn haben? Oder wenn du jetzt gärtnerst und einfach draußen gerne arbeitest in deinem Garten, darfst du dafür Stundenlohn haben. Und ich würde einfach sagen, so für mich wäre es die Grenze, dass das, was du, wenn du schnell arbeiten würdest, schaffen könntest, das als Stundenlohn ruhig monetarisieren kannst. Aber das, was du überweg machst, das, was, wo du halt langsamer bist, weil es dir wichtig ist, wo du halt in dich gehst und einfach bei dir selbst ankommst, dass das das Hobby ist. Ich finde schon, du kannst da, wenn du möchtest, die Grenze ziehen. Du kannst aus jedem Hobby, meines Erachtens nach, auch Geld verdienen. Und ja, das klingt sehr krass, aber im Endeffekt, wenn du jetzt gerne malst, warum bietest du deine Kunstwerke nicht an? Einfach so. Und wenn sie keiner kauft, ganz ehrlich, du hast nichts verloren damit. Oder wenn du gerne angeln gehst, hey, lass andere an deinem Wissen teilhaben. Nimm sie mit. Lass sie mit dir angeln gehen. Und insofern, es gibt so viele Möglichkeiten, aber bei dem Wort Hobby alleine ist das Geld meistens ausgeschlossen. Und das finde ich extrem schade, weil wenn man sich das vorstellt, man würde jetzt für sein Hobby wirklich Geld kriegen. Hey, wie gut könntest du in deinem Hobby werden? Du könntest so richtig durchstarten. Du
könntest dein Hobby dann zum Beruf machen und einfach noch mehr Wert geben. Und wenn du dich viel mit Geld befasst, hast du sowas bestimmt schon ganz oft gehört und kannst es kaum glauben. Und ich muss ehrlich sagen, mir fällt das auch manchmal schwer. Aber das liegt daran, dass ich schon als Kind aufgegeben habe, irgendwann Hobbys zu haben, weil ich den Sinn nicht drin gesehen habe. Mittlerweile finde ich, Hobbys, die sind für mich, für mein Seelenwohl, für mein Herz. Und mein Hobby zum Beispiel, würde ich auch immer sagen, ist Persönlichkeitsentwicklung und Geld. Ja, was über Geld lernen, mehr erfahren, mehr Wissen ansammeln und dann vielleicht auch das Ganze zu teilen. Das sind so, ja, Hobby. Das sind Sachen, die mache ich, ob ich Geld dafür kriege oder nicht. Und insofern ist es mir einfach egal, ob ich Geld bekomme. Und dieses Geld, das wäre einfach ein Bonus. Und ich finde, das ist eine echt schöne Sichtweise, wenn man das hat, dass man einfach sein Hobby selbst finanzieren kann und noch mehr davon bekommt. Quasi ein Bonus. Ja, erzähl mal, wie siehst du das? Was sind bei dir Hobbys? Was sind deine Hobbys? Und hast du einen Weg gefunden, da irgendwie was mit anzufangen? Weil ich glaube, wenn alle Menschen diesen Gedanken hätten, dass man mit seinem Hobby auch Geld verdienen kann, dass man mit seinem Hobby Wert geben kann für andere, Wert schaffen kann, dann würde es viel mehr Menschen mit Hobbys geben. Und diese Hobbys, die sollen dann ja seelisch wieder ins Gleichgewicht bringen, zu einem selber bringen. Und einfach der Seele gut tun, dir gut tun und deiner Lebensqualität auch. Ja, erzähl mal, was hältst du davon? Ich freue mich auf deine Antworten. Dann bis zum nächsten Mal.